Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und hier ist Liebesorakel, so wie versprochen. Geheimnisse von deinem Gegenüber oder von deinem Herzensmensch. Genau. Oder von deinem Gegenüber, genau. Mensch, der dich interessiert. So, wir werden schauen, was verheimlicht dir dein Gegenüber. Das ist schon immer interessant, ich weiß. Darum habe ich das angefangen zu lernen, weil ich wollte unbedingt wissen, was hat er im Kopf, was hat er am Herz, was denkt er, was spürt er, welche Gefühle er hat und was verbirgt er und so weiter. Darum habe ich das angefangen zu lernen. Ich war sehr, 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 sehr neugierig. Und Gott sei Dank, weil jetzt kann ich euch helfen. So, jetzt kann ich euch helfen. Damit. Ich weiß, ich helfe vielen. Manche sind kritisch auf meine Videos. Ja, natürlich, ich bin anders. Ich bin anders als die andere Kartenlegerin, weil ich Tarologin bin. Ich bin nicht Kartenlegerin. Das ist schon was anderes. So, erste, zweite und dritte und schauen wir gleich, welche Geheimnisse hat dein Gegenüber von dir. So, die erste. Kann sein, er ist noch verheiratet. Er ist definitiv noch verheiratet. Oder gerade ist am oder wenn du mit ihm verheiratet bist, kann sein, dass er will sich scheiden lassen. Er will sich von dir trennen vielleicht. Und kann noch sein, dass er ist dein karmischer Partner. Begegnung war einfach nicht so. Ja, hier ist Trennung. Hier ist Trennung. Kann sein, dein Gegenüber möchte sich von dir trennen. Genau, und das ist Geheimnis. Das ist wirklich, er bewahrt das sehr. Sehr streng bewahrt er das, diese Geheimnis. Sehr streng. Er möchte auf gar keinen Fall, dass du erfährst. Schau mal jetzt ganz genau. Hör jetzt ganz genau zu. Diese Stapel ist nur für die, die verheiratet sind oder in einer festen Beziehung sind oder mit jemandem sich treffen schon länger. Versteht ihr? Dass ihr seid schon ein Paar. Dieser Mann möchte sich von dir trennen. Und er, das ist sein Geheimnis, weil hier ist, er hat eine andere. Oh ja, er hat eine andere und so wie aussieht, das ist so, er hängt sehr an ihr. Das ist sexuelle Anziehungskraft. Ich mag nicht diese Dinge, dass jemanden hat etwas zum Trinken gegeben, jemand etwas hat getrunken und jetzt ist er verzaubert und so weiter. Kann passieren, aber ich glaube es nicht. Kann man vergiften, das schon. Aber Zauberei ist nur dann, gibt es schon, aber bei mir sehr selten. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Mal schon gesehen, sowas. Selten. So, wie geht's dann weiter? Er wartet. Er wartet auf den richtigen Moment. Übrigens, schau mal, er wird streiten mit dir jetzt. Er möchte ganz schlau das einrichten, weil er möchte ganz gerne das so richtig schlau beenden. So richtig schlau beenden durch den Streit, dass du ihn selber vielleicht rausschmeißt oder so. Er möchte irgendwie sauber rauszukommen, so wie aussieht. Genau. Genau. Er möchte ganz sauber bleiben. Puh. Jetzt sehe ich, zeigt mir Ehepartner. Jetzt zeigt mir Ehepartner.
Er möchte gerne, so wie aussieht, sich trennen. Kann sein noch, kann sein, dass jemand verbirgt seine Ehe. Wenn du mit ihm nicht in eine Ehe bist, er möchte verbergen seine Ehe. Hier ist noch eine. Versteht ihr? Das heißt, bei jemandem wird sich abspielen, dass er ist in eine richtige Ehe, so richtig verheiratet, mit Ring, mit wollte Arzt sagen, nicht mit Arzt, mit dem Priester und so weiter. Versteht ihr? Natürlich, da ist nichts los, so wie aussieht. Da ist nichts los in diese, das ist nur wegen Geld. Nur wegen Geld. Diese Ehe. Seht ihr, jetzt ist noch eine Variante. So, um mit dir zusammen sein. Das heißt, erste Variante, er möchte sich von dir trennen, ja, und verbirgt das, wartet richtigen Moment. Zweite, wenn du, weil jemand kann sein, dass jemand ist mit ihm verheiratet, wenn du mit ihm verheiratet bist, er möchte verbergen, dass er noch jemanden hat. Kompliziert. So, eine Variante, an erster Stelle, dass er verheiratet ist, an zweiter Stelle, dass er mit dir verheiratet ist und verbirgt, dass er weg will, Scheidung will. Und wenn ihr nicht verheiratet seid, dann verbirgt er, dass er eine Ehefrau hat oder von dir sogar gehen will. Versteht ihr? Kompliziert. Rat für dich. Ich werde jetzt lachen. Aber die Karten raten. Wenn du Möglichkeit hast, Fange eine andere Beziehung. Du hast sogar zwei. Fange eine andere Beziehung, dass du diese Energie, die in dir steckt, dass du die loswerden kannst. Weil sonst klammere dich nicht an diesen Mann. Weil er ist nicht ehrlich mit dir. Das ist sein Geheimnis. Du sollst anfangen, neue Leben, neue Romanze, etwas Neues. Lebe ein bisschen für dich vielleicht. Aber nicht klammere dich an diesen Mann. Irgendwie so sehe ich das. So, jetzt die zweite. Hier ist auch ein Familienmensch. Hier ist auch ein Mann, der hat übrigens beim ersten, er ist ein Lügner. So, jetzt die zweite. Gleich schauen wir. Hier ist irgendwie auch. Dein Gegenüber verheimlicht etwas. Genau, da war eine Karte, ich hätte die nehmen sollen. Aber ist okay, ich habe es gesehen. Feurige Frau. Wenn du mit ihm verheiratet bist, weil so wie aussieht, schau mal, die ganze Generation, die ganze Familie, Oma, Opa, Mutter, Vater, Kinder, 3 Stück, wenn nicht sogar 4, genau. Oma, Opa, Mutter, Vater und 4 Kinder. Und Hund, Katze, Maus. Hier ist alles. Hier ist alles. Und er verbirgt, dass er, könnte sein, er verbirgt, dass er verheiratet ist von einer Seite. Wenn du feurige Frau bist, weil hier war ich, habt ihr gesehen. Wenn du feurige Frau bist, er verbirgt von dir diese, sehr sorgfältig verbirgt er, dass er hat die ganze Familie zu tragen. Weil das ist die Karte Haushalt,
materielle Wohl und so weiter, Verpflichtungen. Wenn du seine Ehefrau bist, er verbirgt, dass er eine Liebhaberin hat, Feuerelement. Schau, dass du zu dir, ob passt das zu dir. Nochmal. Ja, genau. Er hat eine Geliebte. Er hat eine Ehefrau und er hat eine Geliebte. So, das verbirgt er. Sehr verbirgt er. Und wenn du ihn ansprichst, er sagt, ich habe nichts gesehen, ich habe nicht gehört, ich sage auch nichts. Verstehst du? Rat für dich, weil das ist Katastrophe. Hör. Ich möchte nicht sagen, schmeiß ihn raus, aber kämpfe um dich. Nicht um ihn, um dich. Ist egal, wer du bist, seine Ehefrau oder seine Geliebte. Kämpfe um dich. Überleg dir gut, brauchst du das? Kämpfe um dich auf jeden Fall. Egal wie schwer dir ist, egal wie schwer, weil ich sehe, dir ist schwer, ihn loszulassen. Weil, schau mal, die Karten sagen so, er ist ein Koffer ohne Handgriff. Zu schade, wegzuschmeißen, aber tragen kannst du das auch nicht. Kann sein, du bist die Geliebte. Und er verbirgt, dass er verheiratet ist und er wird sich nicht scheiden lassen. Nein, nein. Beende, beende diese Beziehung. Hier zwei Karten zeigen wir, weil dir schwer ist, beende diese Beziehung. Beende. Hier war karmische Partner. Hier. Du findest was Besseres. So. Ja, du musst dich entscheiden. Du musst entscheiden, weil ich glaube, jetzt die Karte noch zeigt mir, du hast schon Ahnung gehabt, dass er eine andere hat. Nur du wolltest das nicht sehen. Die Karte ist selber jetzt rausgesprungen, selber jetzt rausgefallen, weil die Karte möchte dir sagen, dass du wusstest das schon. Tief in deinem Herzen hast du das gespürt. Nur du wolltest das nicht sehen. Schau mal. Du wolltest das nicht sehen. Du wolltest nicht sehen, nicht hören. Na, 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 mein Geliebter ist der Beste. So, jetzt ist die dritte. Oh, er hat ganz dunkle. Er hat Leichen im Schrank. Dieser Mann hat Leichen im Schrank. Aber hallo. Aber hallo. Das kennt nur er und liebe Gott. Gleich schauen wir, welche. Hier zwei Herzensbrecher. So, schauen wir. Er arbeitet vielleicht an einem Projekt. Nein, nein. Leiche im Schrank? Okay, dieser Mann hat etwas bei der Arbeit. Leichte Flirt. Eine Weibchen zieht ihn sexuell sehr an. Und er, einzige, so wie aussieht, einzige, was ihn ein bisschen bremst. Von dieser Arbeitsaffäre. Kennt ihr sowas, ja? Dass er ist gläubig. Er hat Angst, dass der Gott wird ihn bestrafen. Aber er weiß, dass wenn er richtig dumm sich anstellt, die Weib gehört ihm. Genau. Aber er hat Angst, dich zu verlieren. Genau. Darum entscheidet er sich nicht auf diese Affäre. Aber eine Frau zieht ihn sehr sexuell an. Die flirten nur miteinander. Schöne, so, weißt, so liebevolle Gespräche führen die schon. Ja. Höchstens war ein Kuss. Aber sonst nichts. Aber diese Weib zieht ihn an. Aber hallo. Aber er hat Angst zu verlieren. Vielleicht
weil er hat Heim mit dir. Ja, genau, weil er hat sehr, sehr gut bei dir. Er hat sehr, sehr gut bei dir. Er möchte dich nicht verlieren. Du umsorgst ihn, du gibst ihm alles bestimmt. Darum, er möchte dich nicht verlieren. Er weiß ganz genau, wenn er fängt diese Affäre an, oder du bist weg, oder er weiß ganz genau, dass er darum, er möchte nicht diese Spagat, so wie hier aussieht, ja, er möchte diese Spagat nicht ausleben, weil ihm wird dann zu viel. Ihm wird zu viel. Zwei Weiber umwerben, das wird für ihn zu viel. Rat für dich jetzt. Was sollst du tun in diesem Fall? Beobachte, beobachte, beobachte. Aber, so wie aussieht, so wie aussieht, wenn du alleine bleibst, ich schaue schon ein bisschen, natürlich wird er dir Herz brechen. Aber, die Karten sagen dir, wenn du diese Schmerz, wenn er wirklich eine Affäre wird wagen, wenn du diese Schmerz überwinden kannst, du kannst einen anderen haben. Wird schon ein Weg, das wird schon ein Weg, eine Lehre für dich, aber du kannst glücklich sein, wie neugeboren, wie ein Kind. Du findest deine Liebe wieder. Ja, ganz schnell, wenn dann ganz schnell. Darum, keine Sorge, wenn er plötzlich, du findest eine andere Liebe. Dein Sonnenschein findest du. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe etwas Gutes für euch heute getan. Hier diese zwei, aber hallo, der geht noch. Er ist ein gläubiger Mensch. Aber wenn er wagt, du findest, natürlich, du wirst trauern, du wirst Schmerzen erleiden, weil so wie aussieht, du hast ihm vertraut, du liebst ihn, so wie aussieht. Genau. Und so wie aussieht, du hattest schon Erfahrungen gehabt durch die Liebe, schmerzhafte. Du bist schon einmal von jemandem so enttäuscht warst, dass du schon von jemandem weggegangen bist. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns morgen beim Tagesbotschaft. Ich freue mich schon. Tschüss, Papa.